Am 22. Juli startete in Schwarzenberg die jährliche Saison der Abenteuerwanderungen, die vom Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises in der mittlerweile 10. Auflage organisiert und veranstaltet werden. Und das direkt mit einer Premiere. Der wilde Mann und die Befreiung des Oswaldbären heißt die neueste Tour durchs Erzgebirge. Um 10 Uhr starteten die ca. 100 Kinder in Richtung Gelbe Birke. Durch den Regen am vergangenen Tag war der Weg sehr schleimig geworden, was die steilen Anstiege nicht gerade erleichtert. So hatten sich die kleinen Abenteurer nach einer knappen Stunde auch erst einmal eine Pause verdient. Danach wurde es spannend. An der Bärenhöhle traf die Gruppe auf einen wilden Mann, der im Wald lebt und von einer Bärin aufgezogen wurde. Doch diese wurde vor kurzem von Wilderern verschleppt, wie die Vögel mitteilten. Die Kinder erklärten sich natürlich gleich bereit, dem Mann zu helfen, auch wenn es mit der Verständigung anfangs noch etwas hakte. Nach einiger Zeit nahm man die Spuren der Bärenmutter auf, die die Kinder zu den Wilderern führte. Am Ziel angekommen, kam es zur Konfrontation zwischen den Räubern und den Kindern, die erst nach reichlichen Drohungen der Kinder ihr Verbrechen zugaben. Aber die sind doch alle bloß halb so groß wie mir. Ja, so konnte die Bärenmutter schließlich befreit werden, worüber sich der wilde Mann natürlich sehr freute. Im Anschluss hatten sich die Kinder erst einmal eine Stärkung verdient. Die Wilderer wurden zur Strafe gleich in den Grilldienst eingebunden. Nach diesen spannenden Stunden ging es für die Kinder wieder zurück. Ein herzlicher Abschied durfte auch nicht fehlen. Für die Organisatoren war diese erste Wanderung ein voller Erfolg. Und auch für alle folgenden Sommerferienwanderungen gibt es schon viele Voranmeldungen. Also, wie schon eingangs gesagt, erfreut sich das eigentlich jedes Jahr wachsender Beliebtheit und wir haben jetzt schon für die Wanderungen bis zum Ende der Ferien ca. 700 Anmeldungen, also was wirklich eine sehr gute Zahl im Vorfeld ist. Die Kinder kommen größtenteils aus den Kindertagesstätten und Horten der Region. Doch auch bei Urlauberfamilien, die in nahegelegenen Pensionen zu Gast sind, kommt dieses Angebot immer besser an. Ziel dieser Wanderungen ist es, den Kindern das Wandern schmackhaft zu machen und ihnen die Schönheit der erzgebirgischen Natur auf abenteuerliche Weise näher zu bringen. Für solche Veranstaltungen braucht es eine ganze Reihe von Helfern und natürlich gute Schauspieler. Ja, das sind zum einen ehemalige FS-Siedler, also die bei uns ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert hatten und die auch gerne bei uns im Kulturbetrieb dann immer noch in den Ferien ein bisschen mitarbeiten. Dann sind es Studenten, die bei uns ebenfalls ihr BA-Studium absolvieren. Also so, dass wir dann uns über Jahre eigentlich einen guten Personalstamm aufgebaut hatten. Und ja, das sind auch ein paar gute Schauspieler halt dabei, wie man vielleicht auch bemerkt hat. Doch natürlich spielt auch die Vorbereitung eine große Rolle, da auch viele Kleinigkeiten wie das Einholen der Grillerlaubnis für die jeweiligen Plätze bedacht werden müssen. Naja, das ist unterschiedlich, je nach Aufwand. Das ist natürlich die Ideenfindung, die am Anfang steht. Dann muss man gucken, ob das Gelände für unser Anliegen geeignet ist. Und ja, wir haben so ein halbes Jahr Vorlaufzeit, aber das sind dann für alle Wanderungen und natürlich nicht am Stück, ne, sondern immer mal wieder, dass man darüber diskutiert. Doch auch die Kostümierung der Schauspieler darf natürlich nicht fehlen. Ja, die Kostüme, die sind also zum einen aus dem privaten Fundus und natürlich wird auch das eine oder andere geschneidert, ne, muss man so sagen. Ne. Die Idee zur heutigen Wanderung stammte vom Cheforganisator selbst und ist eigentlich recht simpel. Die Idee für diese Wanderung war ganz einfach. Also es gibt ja tatsächlich hier diese Bärenhöhle, in der der letzte Bär des Erzgebirges erlegt wurde. Und ja, die Idee war es, den erzgebirgischen Mowgli, also à la Dschungelbuch hier irgendwie zu transportieren. Und das, in dem Sinne war es halt der Bär, der hier als erstes die Vorlage lieferte und die Geschichte hat sich dann aufgebaut. Alles in allem war es sowohl für die Kinder als auch für die Organisatoren vom Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises ein gelungener Start in die Sommerferien 2014. Gewandert wird natürlich weiter. Das gesamte Ferienprogramm inklusive aller Abenteuerwanderungen kann man online unter www.kultur-erz.de einsehen.